Auf der einen Seite hasse ich ja Abstürze. Hasse ich wie die Pest. Der anderen hat mir das jetzt eine Möglichkeit gegeben, einfach mal nachzugucken. Wo wir eigentlich hin müssen. Wo diese blöde Höhle ist. Und die ist hier oben irgendwo. Ganz oben hier auf dem Berg irgendwo. Deswegen fliege ich das Ganze hier jetzt mal kurz ab. Dass vielleicht gucken sollen, wo genau wir hin müssen. Das könnte es sein, zum Beispiel. Das ist eine Eiermine, das ist es nicht. Okay, das ist bitter. Ich war auch nicht nördlich. Aua! Arschloch! Ich war auch nicht nördlich genug. Ich muss tatsächlich da lang. Oh, das ist ja nicht wahr. Ihr gehört verboten. Gibt es nicht irgendwelche Mods, die Cliff Racer aus dem Spiel entfernen? Gibt es, ne? Das ist bestimmt. Schon der nächste Feind. Ist ja gerade ganz schön was los. So, gucken wir nochmal. Das finde ich, glaube ich, viel zu weit. Das ist doch scheiße. Hier ist Koradur. Schloss 95, Herausforderung angenommen. Ja, ich weiß, ich habe einen Schlüssel. Und? Schloss ist zu komplex für den Dietrich. Was ist mit dem? Ist auch zu komplex. Was ist denn mit dem Dietrich des Meisters? Der Dietrich des Meisters hat zumindest eine Chance, das zu öffnen. Und das gleich im dritten Versuch. Wie geil ist das denn bitte? Richtig geil, so geil ist das. Gucken wir noch mal rein. Hallo? Mr. Fauler Dämonen... Diener? Typ? Da war eine Tür. Ach so, ich hab's verstanden. Okay, dann wollen wir weiter rein, wa? Wir tauchen müssen? Wäre ein bisschen zu faul zum Tauchen jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viel Nichts einfach in dieser Höhle hier ist, ne? Oh, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Da kann man ja wohl rauskommen. Alter, wie lächerlich ist denn das bitte gerade? Hi. Jemand, den ich kennen sollte? Bist du mein Ziel? Nein, du bist nur ein einfacher Sturmatronach. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Wohltat, wo bist du? Wohltat, ich habe zu viele Zauber. Ich habe einfach zu viele Zauber.
Aber wenn sich wenigstens irgendwie so Favoriten markieren könnte, damit man die im Zweifelsfall schnell wieder aufrufen kann. Oh, müsst ihr mir mal so viel Schaden machen, ihr Sausäcke? Ich wollte doch einfach nur... Kann ich hier rasten? Wenn man sich Feinde in der Nähe, da kannst du nicht rasten. Ach, scheiße. In dem Fall trinken wir halt noch einen Standard-Genesungstrank. Vielleicht können wir uns dann ein bisschen anschleichen. Da hinten ist ja schon der nächste. Dann waren das sogar zwei von den Arschlöchern. Meine Fresse, ey. Okay. Wir haben doch bestimmt auch noch einen Magie-Regenerationstrank, oder? Hier. Schmeiße ich mal gleich mit ein. Können wir nämlich nebenbei gleich so ein bisschen mit unserer eigenen Magie mitteilen. Dann kriegen wir den zweiten Blödmann im Jahr noch. Der kann doch nix. Guck mal, der hat doch nicht mal gemerkt, dass ich wiederkomme. Aber bedauerlicherweise haben die auch kein Herz für mich über. Ich wollte gerade sagen, wer, man kommt da jetzt nicht wieder raus. Das ist aber eine Scheißstelle zu springen. Achso, ich kann auch einfach die Stufen nehmen. Au! Wow! Respekt! Ring der Vorfahren, Ahnengeist beschwören. Dendrischer Kriegshammer, stumpfe Waffe zweihändig. Na. Aber besser als 1 bis 70, 1 bis 60. Nee. Nee, Velots Urteil ist auch ein Dendrischer Kriegshammer. Dann bringt mir das Ganze ja gar nichts. Doch sparen. Quasi. So, was haben wir denn hier noch, was wir eventuell looten könnten? Infravision ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Bisschen Geld. Schmuck. Oh, ein großer Seelenstein. Jo, das ist schön, falls ich nochmal irgendwas verzaubern will. Was haben wir hier in der Kiste? Eisenfunkenbeil, Blitzresistenz, Genesungstrank. Das war echt eine faule Sau hier, ne? Sich hier schön gemütlich gemacht und dann gib's ihm. Okay. Was ist jetzt das Sinnvollste? Göttlicher Eingriff, würde ich sagen. Obwohl, das führt uns nach Gnisis, oder? Wir sind in Gnisis angekommen, ne? In Altruhn sogar. Scheiße. Ich wollte nach Sadrid Mova. Irgendwie klappt das alles gerade nicht so, wie ich das möchte.
Finde es auch schön, wenn das Laufgeräusch in der Luft einfach weitergeht. Wie bei so einem Cartoon-Charakter. Nicht überzeugen, reisen. Und zwar nach Kul. Von Kul können wir nämlich ein Schiff nehmen. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Sobald ich Kul lokalisiert habe, können wir von Kul aus nämlich ein Schiff nehmen. So. Wenn nach Sarit Morath zurück, damit wir gleich die Quest bei Molag Bal abgeben. Und dann können wir uns ja mit unserer eigenen Magie direkt wieder nach Ebenherz teleportieren. Das ist ja dann nicht das Problem. Telarun wäre auch gegangen. Ich bin dumm. Telarun wäre sogar sinnvoller gewesen. Na gut, aber im Prinzip einfach nach Westen jetzt. Ich wahrscheinlich unterwegs wieder mit allerlei Meeresgezücht rumschlagen. Und dann gehen wir die Quest ab. Da ist doch schon einer. Eigentlich sind wir inzwischen schon ein ziemlich cooler Dude, ne? Er hat mal so knapp über 100 Folgen gespielt und schon kriegen wir Aufträge von den Göttern. Ich glaube, wir müssen bei Gelegenheit echt die Hauptquest mal wieder weitermachen. Aber diese Orakel-Quest, die möchte ich eigentlich vorher noch erledigen. Damit wir wenigstens mal eine von den Gilden in irgendeiner Art und Weise schon mal abgeschlossen haben. Oh, hi. Ihr wart ja zu zweit, das kann ja keiner ahnen. I fought Mudcrops more fearsome than you. Moment. Hi. Dieser blöde Mistbuckel hier. Er hat mich fast meinen Überraschungsangriff auf den Eisatronachen gekostet. Einfach mal als den wesentlich gefährlicheren Gegner identifiziert hatte. Aber prinzipiell stehen hier nicht wirklich irgendwelche groß gefährlichen Feinde rum, ne? So, großer Molag Bal. Es ist vollbracht. Du hast Mentanar von seiner Seele befreit. Unerträgliche Qualen stehen ihm bevor. Endloser Schmerz wird alles sein, was er spürt. Du hast mir gut gedient, sterbliches Wesen. Vielleicht wirst du eines Tages wieder mein Diener sein. Nimm das und nutze es gut. Bring Kampf und Zwietracht, wohin auch immer du reisen mögest. Jetzt geh. Der Streitkolben Molag Bals wurde eurem Inventar hinzugefügt. Den haben wir ja tatsächlich auch in Skyrim relativ ausgiebig benutzt. Und wenn wir Glück haben, Streitkolben von Molag Bal, stumpfe Waffe einhändig. Absorbieren Stärke, absorbieren Magie. Wunderbar. Ist, glaube ich, trotzdem nicht so geil wie der Streitkolben, den ich vorher hatte. Oder? Wo ist denn der? Oh, doch, warte mal. Doch, der ist sogar geiler. Der ist sogar richtig geil. In Skyrim war der auch sehr hilfreich, eben durch seine Fähigkeit mit dem automatischen Absorbieren von Seelen in Seelensteine. Aber
Das ist ja hier in Morrowind nicht nötig, weil wir die Ladung unserer Waffen, unserer magischen Gegenstände im Allgemeinen, die müssen wir ja nicht mit Seelensteinen wieder aufladen. Die regenerieren sich ja von alleine und das ist eigentlich schon mal ziemlich geil. So, wo ist es denn? Rückkehr. Und noch eine Quest abzugeben. Hi. Ich grüße euch. Ihr wollt. Es ist mir eine wahre Ehre, mit euch zu treffen. Gibt es Neues vom Ring in Dunkelheit? Ich wollte erst nochmal gucken. Zauber hast du, habe ich alles von dir gelernt, ja. Ihr habt also den Ring des Windes in der Dunkelheit gefunden und ihn hierher gebracht. Merkwürdig. Diese Zeichen von Senita. Darauf liegen bemerkenswerte Verzauberungen, die genau zu dem Gott passen, dem sie gewidmet sind. Wer weiß? Vielleicht hat euch ein Avatar des Senita selbst auf die Probe gestellt. Merkwürdig. Höchst merkwürdig. Das habt ihr gut gemacht. Und ich weiß jetzt, dass ihr den Ring für euch behalten solltet, um ihn zu bewahren und ihn im Dienste der Neuen zu verwenden. Ich beglückwünsche euch. Kommt zu mir, sobald ihr bereit seid, weitere Aufgaben des Orakels auszuführen. Wer war nochmal Senita, wo wir gerade dabei sind? Senita ist der Gott des Reichtums, der Arbeit, des Handels und des Gedankenaustauschs. Seine Priester haben gezeigt, dass der Weg zu Frieden und Wohlstand durch ehrliche Arbeit und ehrenhaften Verdienst zu erreichen ist und nicht durch Krieg und Blutvergießen. Was soll ich denn mit den Artefakten? Ich verdiene mein komplettes Geld mit Krieg und Blutvergießen. It's what I'm good at. Okay, die Aufgaben des Orakels. Und des Orakels, Aufgaben des Orakels, kann ich das nicht... Ernsthaft? Unruhe in Cyrodiil, fragen wir mal danach. Uriel Septim ist krank und die Zauberer sagen, dass sein Erbe Geldal Septim und die jüngeren Septims, Enman und Ebel, lediglich Doppelgänger seien, die während Yagathans Amtszeit als Kampfmagier des Kaiservolks eingeschmuggelt wurden. Man sagt, die Wache haben einen Mob für die Vernichtung der falschen Erben angeheuert. Dabei fanden viele den Tod. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht direkt nach den Aufgaben des Orakels fragen. Das ist doch dämlich. Das ist doch... Dieser gesamte Kult ist im Großen und Ganzen einfach nur dämlich, weil ich muss jedes Mal erstmal das Gespräch beenden und den Charakter dann erneut ansprechen, um meine nächste Quest in Empfang zu nehmen. Wie doof ist denn das? Orakel Rio, ich benötige wieder eure Dienste. In einer Prophezeiung habe ich die Stiefel des Apostels gesehen, einen sagenumwobenen Schatz des Cyrodiil, Relikte des Tiber Septim, den man auch Talos nannte. Hinter den Toren Berandas, in stummen Höhlen, in den Schwingen des Schatten, ruht Staub in Talos Schuhen. Findet die Stiefel des Apostels und bringt sie mir. Bei den Dunmer-Gelehrten oder den Dunmer-Kundschaftern erfahrt ihr vielleicht, was die Prophezeiung bedeuten mag. Wer ist Tiber Septim? Tiber Septim hat ganz Tamriel erobert und die dritte Ära und das dritte Kaiserreich eingeläutet. Und den nennt man auch Talos, ja? Tiber Septim wurde unter dem Namen Talos auf dem Kontinent Atmorra geboren. Als er zum Kaiser von Tamriel aufstieg, nahm er einen cyrodiilischen Namen an. Tiber Septim, der Drache des Nordens. Und diese Stiefel des Apostels, was genau ist das? Als junger Mann in Himmelsrand ging Talos Sturmkrone in die Berge, um etwas über die Geheimnisse der Graubärte zu erfahren. Er erlernte die Geheimnisse der Bergwinde, das Heulen der Winterstürme und die warme Brise der sommerlichen Aufwinde.
Als er aus den Bergen kam, ritt er auf den Wolken und durchschritt die Lüfte in großen Stiefeln, von denen er behauptete, dass sie ein Geschenk der Graubärte wären. Nachdem Septim seine Krone abtrat, verschwanden die Stiefel und blieben auch viele Jahre lang verschwunden. Okay, dann haben die Stiefel höchstwahrscheinlich eine Levitationsverzauberung, oder? Das ist ja theoretisch genau das, was wir brauchen. Okay, dunmerischer Kundschafter, wissen wir, wo wir den finden können. Das ist zwar genau hier. Hier hoch einmal und dann. Oder ein dunmerischer Gelehrter ist es ja viel mehr, aber. Außerdem haben wir ihm einen Gefallen getan, haben für ihn einen kleinen Job erledigt. Okay, hier hoch war es nicht. Ich gebe zu, mein Orientierungssinn ist vielleicht nicht unbedingt der beste. Dann mach doch bitte die Tür wieder zu, das ist ja sonst verwirrend. Womit kann ich euch helfen? Hier hoch, oder? Bitte lass es hier hoch sein. Ja, wunderbar. Ich heiße euch herzlich willkommen. Da ist er nämlich. Es ist wahrlich eine Freude, euch zu sehen. Reden wir über die Stiefel des Apostels. Der Verweis auf den Ortsnamen in der Prophezeiung des Orakels ist ganz offensichtlich eine alte Festung der Dunmer. Berandas genannt. Sie liegt südlich des Dorfes Gnises, in der Westspaltenregion. Auch würde es mich nicht überraschen, wenn mit Schwingen des Schattens die Wächter des von euch gesuchten Schatzes gemeint wären. Winged Twilights. Flederschatten sind dädrische Diener der Dädra-Fürstin Asura. Einer der Abbilder, denen im Tribunalstempel gehuldigt wird. Südlich von Gnises liegt Berandas. Ich glaube, da waren wir sogar schon mal. Kann das sein? Kann das sein, dass wir da schon mal waren? Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Nun, wo habe ich es herzlich? Benötigt ihr etwas? Was sagt ihr? Ich hasse NPCs in diesem Spiel. Die tun aber auch alles, um mich in irgendeiner Art und Weise aufzuhalten, ne? Mit Vergnügen, bitte sprecht nur. So, von Ebenherz aus. Was sagtet ihr? Von Ebenherz aus! Kommen wir am ehesten nach Gnises, wenn wir erstmal mit dem Schiff fahren, oder? Was sagtet ihr? Wenn wir erstmal mit dem Schiff fahren, oder? Ach komm. Machen wir von Vivek aus. Schreitet in Tugend. Hier haben wir ja einen Schlickschreiter, den wir nehmen können. Wahrscheinlich werden wir hier auch wieder von irgendeinem Avatar, wahrscheinlich vom Avatar des Talos selbst geprüft. Sowas in der Art, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, von Balmorra aus können wir direkt nach Gnises, ne? War dem nicht so? Von Altruhn aus geht das aber ganz bestimmt. Da bist du. Ja, sag ich doch. Hab doch von Anfang an nichts anderes behauptet. So, nach Berandas tatsächlich. Das liegt ja wirklich hier direkt im Süden. Ein bisschen südöstlich, das ist ja echt nicht weit weg. Und ja, da müssen wir schon mal gewesen sein. Trotzdem auch so eine alte Dunmer-Festung übersieht man wahrscheinlich schnell.
weil man im Dunkeln sucht. Aber das sieht doch schon sehr gut aus hier. Und hier soll es... Winged Twilights geben, ja? So, da ist die oberste Ebene. Und hier ist die Propylon-Kammer. Da gucken wir mal als erstes rein. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was diese Propylons machen. Ihr habt nicht den nötigen Index. Ich glaube, das sind tatsächlich potenzielle Schnellreisemöglichkeiten. Diese Infravisionstränke, die wir hier haben. Wie funktionieren die denn überhaupt? 45 Sekunden, ernsthaft? Und unser Zauber, ist der wenigstens ein bisschen... 30 Sekunden, das ist auch nicht viel besser. Dann muss es halt heute nochmal so gehen. Oh, Alter, das geht so nicht. Es ist hier einfach zu dunkel. Ich glaube, ich werde mir... eine permanente Infravision? Wäre das eine Idee? Ich würde sagen, einfach weiter nach unten, oder? Wir müssen noch nicht alles... Tragt schon viele Gegenstände bei euch, nein! Stärke wiederherstellen erstmal. So, Stärke wiederherstellen. Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen regenerieren. Das war schon ziemlich knapp gerade. Aber das Gute ist, den Dremora, mit dem wir uns gerade angelegt haben, dem geht es nicht besser. Im Gegenteil, der hat es noch richtig schön aufs Maul gekriegt. Die Axt, die wäre jetzt 50.000 wert. Ein Dedra-Herz, das brauchen wir doch für die Pilgerfahrt, die wir noch machen sollen, ne? Also der Scump hat da eigentlich nie eine Chance. Den Dremora haben wir auch ganz schön abgefertigt. Der hat nur ein Ebenerzbreitschwert. Ja, das ist gerade mal 15.000 wert. Das lasse ich tatsächlich sogar mal hier. Das ist hier, wo die extra Aufgabe sein wird. Wir besuchen ja eigentlich diese Stiefel, ne?
Was ist das für eine Tür hier? Hier kommen wir her, ne? Und da geht's in den Untergrund. Ja, okay. Der Untergrund ist wahrscheinlich unser Ziel. Der Streitkolben ist gut. Ja, komm, 10.000. Nehmen wir mal mit. Kassen mal wieder ein bisschen aufbessern können nebenbei. Ich sehe übrigens gerade so gut wie nichts. Aber, wie mir scheint, führt unser Weg tatsächlich in den Untergrund hier. Aber welche Schrecken sich im Untergrund von Berandas noch verbergen, das erfahren wir alle dann gemeinsam in der nächsten Folge von The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Speichern.